Herzlich willkommen zum Teil 5 oder 4, keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder hier bei Ismail Abe, wo die ganzen Karren stehen und wo Harun sein Auto steht. Ich kann euch das nicht erklären. Das ist der andere Wagen, in der gleichen Farbe, wohlgemerkt. RX7. Hier ist ein RB25 drin. Hier ist auch ein RX7, haben wir vorgestern gesehen. Da ist ein Supra MK3 mit 2JZ, wohlgemerkt. Die machen alles hier in der Tiefgarage, ey. Das ist echt Wahnsinn, ja. Gell dir? Salam alaikum, alaikum salam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Telefonda kimle konuşuyorsun abi? Wi-Fi yok, bir şeyin yok. Ne biliyor? Var mı? Olabilir. Varsa yengen de arkadaşına gelmişse gelsin o zaman. Toplantı olsun. Leute, so geht das in der Türkei ab. Frühstück auf der Bühne. Jetzt essen wir mal eine Runde. Augenscheinlich ist es ein Z4, aber verbaut ist ein LS6-Motor mit Biturbo. Krankes Teil. Kaç beygir? Bu da 1000 üzeri. Twin turbo, görmüyor musun turbo? Gördüm canım, gördüm. Yanlış yere bağlı mı? Hayır, hayır, wird gerade überbrückt, weil der halt länger schon steht hier. Aber schon Wahnsinn. Und von außen sieht der Serie aus. Respekt. Jo Leute, wir sind jetzt hier in Kayaşehir bei Say Auto. Der hat nämlich von Harun den 1er BMW Coupé mit RB Motor drin, RB 25. Sieht der nicht geil aus? Auch wieder mit dem gleichen Ölkühler drin. Der ist wohl von AMG. Frag mich nicht welches, C55 oder so. Oder CL55, keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen hier ein paar schöne Karren. Ah, der sieht auch brutal aus. 350Z. Hier leckt das Teil. Aber mich interessiert der RB. Ich
Für den sollten wir aus Deutschland Lagerschalen zuschicken, aber die haben auf den letzten Drücker noch eine aus Ankara bekommen. Also, der ist schon Bombe. Der hat 25.000 weg. Wie neu das Ding. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, die Garagen hier, die sind alle sowas von geil. Also der macht jetzt, glaube ich, nur Aufbereitung. Aber so ein Laden in Istanbul, vor allen Dingen alle schöne Designs. Ne? Also du findest nichts irgendwie, was einheitlich ist. Das ist einfach nur geil. So. Wir fahren jetzt weiter wegen diesem Scheiß hier. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist die originale Anzeige von dem BMW. Da hat er jetzt eine Anzeige geholt, so eine Android-Anzeige, irgendwas oder was mit Android klarkommt. Und aber guckt euch die Arbeit mal an. Das ist schon krass. Das hat er gestern eben gemacht. Also mit Holz, Leim. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber. Das wirkt ein bisschen zu klein, ist klein. Deswegen müssen wir da jetzt nochmal hinfahren, nochmal wechseln oder tauschen. Das ist jetzt eine 5 Zoll Anzeige. Ja, made in China, wo sonst. Ja. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Hey, du lässt es aus. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Kolay gelsin. Boya çöp ya. Merhaba. Yapamamış değil mi? Çöp abi. Evet abi. Arkadaş. Amca boyamadı. Yok. Kimse yok. Top kapıda bile yok. Top kapıda o kadar eski Mersin eskiler var. Onlar da yok. Anlamadım bir işten. Olmuş hiçbir şey. Yani saçma yapamamış. Adam gönder kutlası Osman Usta var mesela. Harun bu şey değil mi ya? Dizide oynayan eski kimin değil mi bu? Kurtlar Vadisi'ndeki. Plaka değil miydi o? Ben Kurtlar Vadisi'nde de oynadım zaten. Ha? Öyle bir şey. Bu senin araba mı? Vay be. Her tarafta bir imzam var yani. Ona da mı Supra geliyor? He? BMW'ye. Aha. Valla. Benim şu çevirdiler, Supra yapıyorlar. Tamam. Biz onu çeker mi? Tamam.
Şey abi 92 Ben M3 iş yapıyorlar. 2 GZ sıvam. Çevirindi ya şu an komple. Ha bu normaldi değil mi? Tabi tabi. 2012 benzinliydi normalde. Bir de Supra aynı şekilde. Valla dün soranlar oldu zaten. Supra motoru ucuza mı satılır diye soranlar oldu. Yok abi ya gelsinler satınlara verelim. Dedim bizim oradan daha pahalı. İsmail abi. Şu an sıra bende işte seni bekliyorum. Allah razı olsun dün çalıştırdılar. Sen orada uyuyorsun diyorum İsmail abi. Bir ihtiyacın bir isteğin var mı? Ya niye de bu kadar yapıyorsun? Şu ağabeyi bitir abi. Ooo tamam. Sende hangisi var? Sende hangisi var? Hangi araba var sende? Bende bundan bir tane daha var, mavisi var bu. He. 2 GZ. Vay, onu da çekelim. Süper. Motor falan takılacak ya. Yok, her şey takılacak. Ha, takılı. Tabii tabii. Ha, yazılım mı yaptı sen? Ya, yok abi, her şey bitti benim. Ya. Ben 2 yıldır biniyorum. Biliyorsunuz. Tabii, kaç beygir? 650 beygir falan. 600-650 beygir falan. Kar girmiş yanlardan. Valla süper ya. Hangi tur bu sürüyor? 35-84 RS var. Süper ya. GTR bak yandaki. Yukarıda üstteki GTR var, onu geçiyorum hep. So, kurz zur Aufklärung. Also dieses rote Viech war auch mal ein Benziner, normal gewesen. Den haben sie jetzt umgebaut auf M3 optisch. Und Motor natürlich 2OZ. Was anderes kommt hier nicht rein. Ja, und der S2000, der da hinten steht, das ist von Harun das Auto. So wie ich verstanden habe, ich glaube, den hat er verkauft oder getauscht. Aber die Leute fahren hier alle 2OZ. Wird schon einen Grund dafür haben. Ja Leute, mittlerweile bin ich wieder im Hotel. Heute war ein nicht so spektakulärer Tag. Aber ich denke mal dafür morgen, denn morgen steht Drifttraining an und da werde ich erstmal jetzt, ja, ich weiß nicht, wie viele Drifter kommen, aber ich werde halt einige sehen. Dann werden wir zusammen mit Dostan werden wir ein Video machen. Das ist auch ein Drifter, der fährt eine oder der baut sich gerade eine S13 mit 2OZ auf. Die S13 von Timur Abe, Timur Pomak. Von MTG Performance und ich bin gespannt, auf welchen Fahrer wir morgen treffen, was für Autos wir sehen und ja, vielleicht komme ich ja auch mal hinter das Lenkrad, ne? Man weiß ja nie. Deswegen bleibt gesund, wir sehen uns morgen.